Tipptapp macht der Regen, spuckt auf meine Fensterscheibe, Tropfen tröpfeln von den Bäumen, nasse Erde, feuchte Blätter, plitsch platsch in die Pfützen, springend ihren Weg zur Schule, Onomatopoesie, die Bildung oder Verwendung von Wörtern, die die Geräusche imitieren, die mit dem Objekt oder den Handlungen verbunden sind, auf die sie sich beziehen. Die Eigenschaft eines Wortes so zu klingen wie das, was es darstellt. Wasser hat viele davon. Die gegenseitige Beziehung zwischen Wasser und Klang ist so grundlegend für unsere Verbindung und unser Verständnis von Wasser. Der Regen plätschert und trommelt. Die Wellen rauschen. Der Bach murmelt und flüstert. Die Schlammpfützen schmatzen. Sie sind untrennbar mit dem linguistischen Code unserer Sprache verwoben. Viele haben die kraftvolle Verbindung zwischen Klang und Wasser erforscht. Wir haben Masaru Emoto und seine Studie, die den Einfluss von Klang auf die molekulare Struktur von Wasser erforscht. Wir haben diejenigen, die gerne mit Klimatik herumspielen. Da ist Peter Dewey, ein Saxophonist, der ein Gerät erfunden hat, das Wasser mit Schallwellen kocht. Die innovative Nutzung von Klang in Verbindung mit Wasser scheint kein Ende zu haben, so sehr, dass Biologen in jüngster Zeit entdecken, dass Wasser mit Ultraschall sogar die widerstandsfähigsten Infektionen behandeln und Wunden in rasantem Tempo heilen kann. In einer Zukunft, in der der Elektromagnetismus mit äußerster Innovation nutzbar gemacht wurde, musste Wasserschall und Frequenz eine wichtige Rolle spielen. Und das tat es natürlich auch. Sie wollten uns wissen lassen, dass es so ist. Und nicht nur das Wasser hier auf der Erde. Sie wollten uns sagen, dass wir nach oben schauen sollen. Sie wollten uns wissen lassen, dass das, was sie hier auf der Erde erreicht hatten, nur möglich war, weil sie studiert hatten, was oben existierte. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und die Erde war wüst und öde, und Finsternis lag auf der Urflut. Und der Geist Gottes bewegte sich über dem Wasser. Da sprach Gott: Es werde Licht, und es wurde Licht. Und Gott sprach: Es werde eine Feste inmitten des Wassers, und sie scheide Wasser von Wasser. Und Gott machte die Feste und schied das Wasser unter der Feste vom Wasser über der Feste. Und so geschah es. Einige kritisierten die Übersetzungen der Bibel, weil das Wort Firmament in verschiedenen Formen benutzt wird. Aber im hebräischen Original lautet das Wort Rakia, was direkt mit Firmament übersetzt werden kann. In der Lutherbibel wird es Feste genannt. In der Schlachter 2000 Bibel ist es eine Ausdehnung. In der Elberfelder Bibelübersetzung ist es eine Wölbung. Wichtig ist jedoch, dass sich in allen Übersetzungen und im hebräischen Original die Vorstellung vom Firmament oder Gewölbe, die das Wasser oben von den Wassern unten trennt, nicht ändert und konsequent bleibt. Es gibt Wasser oberhalb unseres Reiches. Das Fernrohr ist ein interessantes Instrument, gleichzeitig ein Apparat zur Entdeckung und eine Waffe der Täuschung. Es gibt zwei Haupttypen von Teleskopen, den Refraktor und den Reflektor. Ein Refraktor verwendet eine Objektivlinse, normalerweise eine konvexe Linse. Und ein Reflektor verwendet einen einzelnen oder eine Kombination von gebogenen Spiegeln, um Licht zu reflektieren und ein Bild zu erzeugen.
Viele Spiegelteleskope verwenden entweder einen konkaven Spiegel oder einen parabolischen Spiegel. So sieht eine Reflexion in diesen Spiegeln aus. Die Augen, mit denen wir geboren wurden und durch die wir die Welt sehen, sind konvexe Linsen. Wir sehen die Welt nicht durch gekrümmte Spiegelreflexionen. Dies ist der Jupiter, wie er durch ein newtonsches Spiegelteleskop gesehen wird. Und trotz der leichten sphärischen Verzerrung, die durch die reflektierenden Spiegel verursacht wird, ist dies immer noch nicht das, was uns die NASA gezeigt hat. Dein Verstand sieht sofort einen Planeten, denn du bist von Geburt an darauf programmiert, ein solches Bild mit der Vorstellung eines Planeten zu assoziieren, genau wie du den Mond standardmäßig mit einem Felsball assoziierst. Aber wie du hier sehen kannst, erzeugen sowohl brechende als auch reflektierende Teleskope ähnliche Bilder wie das Nikon P900. Die Nikon-Objektive wurden von einigen Astronomen kritisiert, weil sie nicht die nötige Leistung haben, um die Himmelskörper wirklich zu sehen. Aber wie du hier sehen kannst, gibt es keinen großen Unterschied zwischen dem Nikon und den beiden Teleskoptypen. Und in beiden sehen wir, dass Jupiter eine Art von eigenem Licht ausstrahlt. Sowohl Amateur- als auch Profi-Astronomen präsentieren Aufnahmen wie diese. Aber schau einmal, was als nächstes passiert. Die Astronomen hier verwenden Bildbearbeitungssoftware, um ihre Rohbilder und Aufnahmen, die ein kreisförmiges Objekt am Himmel über uns zeigen, das sein eigenes Licht ausstrahlt, in einem Planeten im Stil der NASA. Und diese Art von manipulierten, verarbeiteten Bild ist nicht das, was wir mit unseren eigenen Augen durch diese Objektive sehen. Ich sage nicht, dass dies eine absichtliche Täuschung ist. Astronomie ist eine eigene Praxis, aber es ist sehr wichtig, die stark bearbeiteten Bilder und Aufnahmen, die wir erhalten, niemals mit der Realität zu verwechseln. Und es lohnt sich auch, auf diejenigen zu achten, die sehr manipulativ sind. Das sind in der Regel die Astronomen mit ihrem bezahlten Sponsoring durch Fernsehen und andere Medien. Es ist auch wichtig zu beachten, dass das, was wir Planeten nennen, eigentlich keine Planeten sind. Es sind Wandersterne, und alle Wandersterne sind von ähnlicher Natur wie der Mond. Anders als die übrigen Sterne über unserem Firmament ist ihr Kurs und ihre Reise über uns nicht fest und beständig. Ihre Bahnen weichen von den konzentrischen Bahnen ab, die der Rest der Sterne konsequent um den Polarstern zieht. Und der Grund dafür ist, dass sie sich nicht in den Gewässern jenseits des Firmaments befinden. Sie sind ganz anders und ihre Funktion ist viel okkulter und ihre Bedeutung für das Leben hier auf der Erde ist viel wichtiger, als uns bewusst ist. Wir werden später auf die wahre Natur der sogenannten Planeten und des Mondes zurückkommen. Zurück zu den Gewässern. Arcturus ist einer der hellsten Sterne am Himmel. Hier ist der künstlerische Eindruck eines Wissenschaftsmagazins von diesem Stern. Und hier ist Arcturus, wie er durch ein Refraktorteleskop gesehen wird. Es gibt keine Ähnlichkeit.
Was wir durch diese Teleskopaufnahme sehen, ähnelt wirklich dem, was wir sehen, wenn wir mit einer leistungsstarken Nikon-Kamera an die Sterne oben heranzoomen. Viele kritisieren ein Refraktorteleskop, weil es chromatische Aberration erzeugen kann. Chromatische Aberration ist ein Versagen des Objektivs, alle Farben auf den gleichen Punkt zu fokussieren. Das Ergebnis können violette Farbsäume sein und das sehen wir hier. Fotografien können unter chromatischer Aberration leiden. Interessanterweise produziert das Nikon-Objektiv nicht die gleiche chromatische Aberration, wenn es auf Arcturus zoomt. Man könnte also sagen, dass die Nikon tatsächlich zuverlässiger und stabiler ist. Sowohl durch das Teleobjektiv als auch durch die Nikon ist Arcturus pulsierend, sich verschiebend, kräuselnd. Er ist eine tanzende Geometrie. Viele werden von ihren Sitzen aufspringen und ausrufen, dass das an der atmosphärischen Verzerrung und Lichtverschmutzung liegt. Es liegt daran, dass Arcturus so weit weg ist. Aber wenn es eine atmosphärische Verzerrung ist, warum zeigen dann alle Sterne ihre eigene einzigartige Geometrie und Lichtmuster? Sie sollten alle auf eine einheitliche, konsistente Weise verzerren. Es ist keine atmosphärische Verzerrung. Die Sterne sind Taschen mit Sonolumineszenz im Wasser darüber. Sie sind selbstleuchtend und strahlen ihr eigenes Licht und ihre eigenen Frequenzen in das Wasser darüber. Unsere eigenen konvexen Linsenaugen sagen uns, dass es eine Art von Wasser darüber gibt. Wir sehen es an den Sternen und wenn Raketen versehentlich das Firmament treffen. Und wie ich schon sagte, nur weil die sogenannten Planeten oder Wandersterne und der Mond kugelförmig erscheinen, heißt das nicht, dass sie es sind. Sie sind nicht gleichzusetzen mit den Sternen im jenseitigen Wasser. Sie sind etwas ganz anderes. Unsere fortschrittlichen Vorfahren wollten, dass wir die Sterne beobachten. Sie wollten, dass wir verstehen, dass elektromagnetische Schwingungen und Frequenzen Taschen mit Sonolumineszenz in den Gewässern darüber erzeugen. Sie wiesen uns darauf hin, weil sie uns wissen lassen wollten, dass Wasser der Schlüssel zur Erschließung des wahren Potenzials elektromagnetischer Energie ist. Sie wollten, dass wir wissen, dass die ätherische elektromagnetische Energie, sobald sie nutzbar gemacht wurde, mit Wasser verschmolzen werden konnte, so dass sie gespeichert und verteilt werden konnte. Und einmal hergestellt, konnte das Wasser manipuliert, verbessert und auf eine Ebene neuer Möglichkeiten durch die Verwendung von Vibration, Frequenz und Klang selbst angehoben werden. Ihre Zivilisation hing von der Industrie dessen ab, was wir das lebende Wasser nennen werden. Ihr technologischer Fortschritt ermöglichte es ihnen, die gesamte Erde in ein Stromnetz zu verwandeln. Aber dieses Netz war nur durch das Wasser möglich. Die Zivilisation der Zukunft war eine elektromagnetische Wasserwelt. Kanäle sind kein großes Geheimnis. Man findet sie überall in unserem Reich, sowohl im Kleinen als auch im Großen. Die meisten der großen Kanäle auf unserer Erde sind mit dem Meer verbunden. Salzwasser ist ein ausgezeichneter Leiter für Elektrizität. Natriumchlorid ist ionisiert. Wir haben den Kanal von Korinth, der mit dem Ägäischen Meer verbunden ist. Wir haben den Panama-Kanal, der den Atlantischen und den Pazifischen Ozean miteinander verbindet. Der Suezkanal verbindet mit dem Mittelmeer. Und es gibt den Wolgadon-Kanal, der das Asowsche Meer, das Kaspische Meer und das Schwarze Meer mit den großen ozeanischen Netzen verbindet. Alle diese Kanäle, die vor den 1920er Jahren gebaut wurden, wurden nicht von uns oder von denen in den Geschichtsbüchern gebaut. Wir haben sie geerbt. Und während die offizielle Erzählung uns sagt, dass der Wolgadon in den 1950er Jahren fertiggestellt wurde, begann sein Bau tatsächlich bereits im 16. Jahrhundert. Alle Erzählungen über den Bau dieser Kanäle sind frei erfunden.
Und wie, das werde ich dir viel später auf unserer Reise zeigen. Wenn du einmal anfängst, aufmerksam zu sein, wird es sehr offensichtlich, dass die meisten Kontinente und Länder eine Kombination von Kanälen und Flüssen aufweisen, die sich über die gesamte Fläche des Landes erstrecken. Die Bürger der alten Welt nutzten die Ozeane und Flüsse, um ein Netz von miteinander verbundenen Wasserwegen zu schaffen, die alle ihre Siedlungsgebiete mit Wasser versorgten. Um schwierige Abschnitte zu überwinden und die Versorgung aufrechtzuerhalten, bauten sie Aquädukte und Viadukte. Manchmal wurden diese mit dem Zweck konstruiert, das Wasser zu energetisieren, während es durch und in verschiedene Gebiete floss. Und deshalb wurden viele mit symmetrischen Bogenstrukturen entworfen. Die Römer haben diese Strukturen nicht gebaut. Die gesamte Infrastruktur so vieler Städte in unserem Reich ist um Kanalsysteme herum konstruiert. Schau dir Amsterdam von oben an. Die präzisen geometrischen Gitterlinien sind hier keine Straßen, sondern Kanäle. Und der einzige Zweck war, Wasser von einem Gebiet zum anderen zu transportieren. Das Wasser wurde in Reservoirs, Wassertürmen, Pumpstationen, Systemen und anderen Strukturen gespeichert und für eine Vielzahl von Zwecken manipuliert. Das Wasser hatte auch die Funktion, für das notwendige Gleichgewicht zu sorgen. Ein komplexes Netz aus elektromagnetischer Produktion, Verteilung und Verbrauch würde eine Menge Wärme und Magnetismus erzeugen. Das Wasser sorgte nicht nur für ein Gleichgewicht des Diamagnetismus, sondern stellte auch sicher, dass das gesamte Netz nicht überhitzte. Wenn wir uns all die prächtigen Generatoren und anderen Instrumente der Macht aus der alten Welt ansehen, finden wir immer Wasser in der Nähe oder die Überreste von Wasserspeichern. Manchmal ist dieser vor allem unterirdisch versteckt. Vielen ist nicht bewusst, dass viele sogenannte viktorianische Systeme und Reservoirs sehr weit unter vielen unserer Städte verlaufen. Und ein anderes Mal ist es ein zentrales Charakteristikum dieser Strukturen. Ein Beispiel dafür ist das, was die Kontrolleure als Schlossgräben bezeichnet haben. Das elektromagnetische Wassernetz war nicht nur eine energetisierte Version dessen, was wir in unseren Städten und Gemeinden bereits kennen. Es war viel, viel, viel mehr. Es war viel prächtiger, beeindruckender und futuristischer, als wir es uns überhaupt vorstellen könnten. Das Netz war mit zentralen, größeren Kraftwerken verbunden, die eher als Sternstationen bezeichnet werden. Manchmal waren dies isolierte Stationen und andere Male umfassten sie ganze Städte. Dafür müssen wir in eine größere Höhe fliegen. Ich muss es dir zeigen. Halt dich jetzt gut fest und halte die Augen offen. Schau. Thank you.
Die alleinige Existenz, geschweige denn die Konstruktion dieser Sternstrukturen, ist fast jenseits unseres Verständnisses. Wie du gesehen hast, sind sie überall auf der Erde zu finden, mit unveränderlicher geometrischer Konsistenz. Eine wundersame Unmöglichkeit. Vielleicht hatten sie eine Art Technologie, die es ihnen erlaubte, riesige Landstriche von oben zu betrachten, während sie planten und bauten. Es waren niemals Festungen. Das ist ein von unseren Kontrolleuren erfundenes Märchen. Die verblüffende geometrische Präzision und Symmetrie der Sternstrukturen hätte höchstwahrscheinlich dazu gedient, die Kraft der Generatoren zu verstärken und das Wasser zu ätherisieren oder in lebendiges, energetisiertes Wasser zu verwandeln. Wir können aus dem Vergleich einiger dieser zerstörten Städten und einiger, die etwas intakter geblieben sind, erkennen, dass Wasser in der gesamten Struktur vorhanden gewesen wäre, bevor die Kontrolleure die meisten dieser Strukturen zerstörten und trockenlegten, waren sie voll mit Wasser. Sie waren mit Flüssen und Kanälen und den Ozeanen verbunden. Sie waren ein wichtiger Bestandteil des gesamten Stromnetzes. Die Sternstrukturen sind Fraktale von symmetrischer Geometrie, genau wie viele der Decken dieser riesigen Energiegeneratoren. Und wie bei den akustischen Hohlraummagnetrons und Resonatoren hätten die symmetrischen, scharfen, diagonalen Wände die Ionen in ständige Schwingung versetzt. Alte Pläne und Abbildungen, die zweifellos auf die eine oder andere Weise bearbeitet oder manipuliert wurden, lassen erahnen, wie komplex integriert und wesentlich die Sterngeometrie für das gesamte Netz war. Schau dir hier Paris an. Es ist auf den ersten Blick nicht offensichtlich, aber bei näherer Betrachtung erkennen wir, dass die Gesamtheit von Paris selbst eine Sternstation oder eine Sternstadt war. Und wie bei allem, was in der alten Welt gebaut wurde, waren diese Strukturen gleichzeitig funktional und eine Feier der Quelle ihrer Innovation. Schau dir die Sterngeometrie hier genauer an. Kannst du die Ähnlichkeit erkennen? Eine Schneeflocke. Erinnerst du dich an das Experiment von Masaru Emoto mit Wasser? Ätherische Schwingungen, die sich durch die molekulare Struktur des Wassers ausdrücken. Die Menschen der alten Welt hatten diese Wissenschaft perfektioniert. Sie wussten, dass der Schlüssel zur Freisetzung des Potenzials des Elektromagnetismus in Klang und Wasser lag. Stell dir nur vor, was sie damit erreichen konnten. Klangschwingungen und Frequenzen waren für den Erfolg ihrer Technologie ebenso wichtig wie Wasser.
Die Menschen der alten Welt verbargen ihre Verehrung für den Klang nicht. Spuren dieser Liebe zum Klang sind überall zu finden. Diese Bauwerke waren im wahrsten Sinne des Wortes Instrumente der Macht. Oder wie es der sogenannte Goethe an anderer Stelle so treffend formulierte, Musik ist flüssige Architektur. Architektur ist gefrorene Musik. Das ist der Grund, warum so viele Generatoren, Kondensatoren, Kraftwerke und Zwischenstufen, Löcher, Giebel, Einbuchtungen und komplexe 3D-Ornamente aufweisen. Es waren strukturelle Öffnungen, um Schallwellen, die Schwingungen und die Akustik zu manipulieren. So konnten sie die elektromagnetische Energie in Verbindung mit dem Wasser auf verschiedene Weise abstimmen, um unterschiedliche Ergebnisse zu erzielen. Sie waren den aerophonen Instrumenten wie der Flöte, dem Rohr, der Blockflöte, dem Fagott und dem Trompeter ähnlich. Die alte Welt verehrte die Geometrie des Sterns, denn durch das Studium der Sterne in den Gewässern darüber lernten sie die Kraft der Verschmelzung von Elektromagnetismus, Vibration und Frequenz mit dem Wasser selbst. Sie alle wirken harmonisch und im Einklang miteinander. Diese vernetzte und voneinander abhängige energetische Beziehung ist es, die die Sterne und alles Leben überhaupt erst möglich macht. Schau dir die tanzende Geometrie der sonolumineszierenden Sterne jenseits des Firmaments etwas genauer an. Erinnern sie dich an etwas anderes? Das ist richtig. Alle Magnetrone dessen, was wir heute als Rosetten bezeichnen, wurden entworfen, um die kinematischen Muster der Schwingungen des Äthers im Wasser selbst zu spiegeln. Die Künstlerin Tanya Harris war 2013 einer Sache auf der Spur, als sie sich dem Studium und der Aufzeichnung der stillen Resonanzfrequenz von Kirchen widmete. Indem sie Wasser in einem Lautsprecher platzierte, konnte sie die versteckte Geometrie dieser Resonanzfrequenzen entdecken. Die Ergebnisse zeigten, dass selbst die Stille in diesen Strukturen starke kinematische Muster erzeugt. Und wieder kannst du die Ähnlichkeit sehen. Andere haben die gleiche Technik angewandt und die kinematischen Muster untersucht, die sich zeigten, wenn Glocken innerhalb der Strukturen läuteten. Schau dir die Muster an. Magnetrons. Deshalb ähneln so viele prächtige Rosetten so sehr kinematischen Mustern. Deshalb sehen sie aus wie die versteinerten Pulsationen eines Sterns. Auch die gesamten Decken vieler Kathedralen spiegeln diese heilige kinematische Geometrie wider. Das ist der Grund, warum so viele der Bauwerke riesige Glocken und läutende Uhren enthalten. Die läutenden Glocken würden starke Vibrationen und Frequenzen aussenden und die Wasserversorgung eines ganzen Gebiets beeinflussen. Der Klang würde die molekulare Struktur des Wassers beeinflussen, das dann für eine Vielzahl von Zwecken verwendet wurde. Und das ist noch nicht alles. Viele dieser Strukturen beherbergten auch ein weiteres Weltwunder. Der König des Klangs. Die Orgel. Hast du schon einmal innegehalten und dir einige der großen Orgeln angesehen? Diese wurden nicht von gewöhnlichen Menschen im 19., 18. und 17. Jahrhundert gebaut. Wie die Bauwerke, in denen sie sich befinden, sind sie ein Wunderwerk an Eleganz und Majestät. Das mächtigste Klanginstrument der Welt. Die spezifischen Orgelschallwellen mit niedrigen und hohen Frequenzen hätten es den Menschen der alten Welt zweifellos ermöglicht, die ätherische Energie so zu manipulieren, wie sie es für richtig hielten.
Die Magnetron-Rosetten, die kein Glas enthalten hätten, würden diese Schallwellen verstärken, die wiederum die molekulare Struktur und die Eigenschaften des energetisierten, lebendigen Wassers beeinflussen würden. Die Orgeln hätten mehrere Verwendungszwecke gehabt und vielleicht ganze Städte mit spezifischen Resonanzfrequenzen für Gesundheit und Wohlstand versorgt. Die spezifischen Funktionen der Orgel wurden absichtlich verborgen und unserem Wissen vorenthalten. Interessanterweise heißt es in der offiziellen Geschichtsschreibung, dass die ersten Orgeln der Welt Wasserorgeln waren, bei denen Energiequelle durch Wasser aus einer natürlichen Quelle oder durch eine manuelle Pumpe gewonnen wird. Zweifellos eine trügerische Halbwahrheit, die die wahre Interaktion des Instruments mit Wasser verschleiert. Und wie ich schon sagte, hatten die meisten dieser Strukturen Bereiche in der Nähe, um große Mengen an Wasser zu speichern und zu halten. Viele der Strukturen verfügen über unterirdische Hohlräume oder riesige Zisternen, von denen einige abgelassen wurden und andere intakt geblieben sind. Manchmal befand sich das System abseits und außerhalb der Struktur. Die Kontrolleure haben viele dieser Bereiche als römische Bäder umgewidmet. Deshalb befindet sich die Kathedrale von Bath in England direkt neben den römischen Bädern. Das Wasser wurde auch in Kraftwerken aus rotem Backstein, Kondensatoren oder Wassertürmen, offenen rechteckigen Plätzen, Reservoirbrunnen und Stufenbrunnen gespeichert. Deshalb wurden Stufenbrunnen mit präzisen geometrischen Mustern gebaut. Auch hier wirken die symmetrischen Strukturen, um die Schwingung oder Vibration der Ionen zu fördern. Sie hielten das Wasser elektromagnetisch aufgeladen und die Aquädukte und Viadukte hätten auf ähnliche Weise funktioniert. Es ist wahrscheinlich, dass viele der riesigen Elektromagneten, die wir über die ganze Erde verstreut sehen, tatsächlich das vorbeifließende Wasser überspannt hat, ähnlich wie wir es am Volga-Don-Kanal sehen. Auch wenn es unwahrscheinlich ist, dass der Vulkanbogen original ist und viele Straßen selbst während des großen Reset gebaut wurden. Es ist wahrscheinlich, dass die Erben des 19. Jahrhunderts angewiesen wurden, viele der Nebenflüsse, die einst Wasser führten, zu entwässern und aufzufüllen. Deshalb sehen wir trockengelegte Burggräben und Sternstationen. Vielleicht wurde dazu eine Menge des überschüssigen Schlamms verwendet, den wir in dieser Zeit sehen. Vielleicht. Viele Häuser und Gebäude wurden mit unterirdischen Kammern gebaut, um ihren eigenen persönlichen Vorrat an lebendigem Wasser zu speichern. Und diese Bereiche wurden im 19. Jahrhundert zerstört, aufgefüllt und für immer mit Unmengen von Schlamm versteckt. Die Verwendung von Elektromagnetismus, Schallwellen und Wasser hätte endlose Anwendungen und Verwendungsmöglichkeiten in der alten Welt gehabt. Die meisten davon werden wir nie kennenlernen, aber viele bauliche Überreste bieten eine Menge Hinweise. Die Fülle an bemerkenswerten und unmöglichen Gutshäusern, Herrenhäusern und Schlössern, die überall auf der Erde zu finden sind, weisen alle auf die massenhaften Anbaumethoden der alten Welt hin. Wir reisen meilenweit, um ihre Schönheit und Erhabenheit zu bestaunen. Aber noch beeindruckender als die Bauwerke selbst sind ihre Gärten und Wassergärten. Wir haben den Palast von Versailles. Schloss Schwetzingen, den Königspalast von Caserta, Schloss Nymphenburg, Herods Palast. Sie haben auch heute noch viel von ihrer Pracht und ihrem Glanz bewahrt. Aber erst, wenn wir uns einige der alten Pläne dieser Anlagen ansehen, dann wird uns klar, wie weltfremd diese Anlagen waren.
Sie wurden nie gebaut, um die Elite zu beherbergen. Sie waren die Bauernhöfe von einst. Schau dir die Gärten an. Es sind klimatische Gärten. Sogar aus diesen alten illustrierten Plänen können wir erkennen, wie gigantisch diese Farmen waren. Mikrokosmische Gittersysteme, die auf das gesamte größere Stromnetz selbst schließen lassen. Die klimatischen Gärten waren wahrscheinlich Netze, die mit Klang und dem lebendigen Wasser kultiviert wurden, um Nahrungsmittel, Kräuter und wer weiß, was noch alles anzubauen. Selbst zeitgenössische Wissenschaftler geben offen zu, dass Schallwellen das Wachstum von Obst, Gemüse und Feldfrüchten stark beeinflussen. Und bis heute haben einige dieser Strukturen viel von ihrer Pracht erhalten, wenn man sie von oben betrachtet. Der Palast von Versailles, ein geometrisches Wunderwerk. Eine Sammlung von unmöglichen Strukturen, außergewöhnlichen klimatischen Gärten und Wassersystemen. Wagen wir uns näher an den Palast von Versailles heran und werfen wir einen Blick darauf. Moment mal. Moment, das ist nicht der Palast von Versailles. Ich muss das Ding wirklich reparieren. Er spielt in letzter Zeit oft verrückt. Wo sind wir hier? Warte mal. Ich erkenne diesen Ort. Erinnerungen aus einer längst vergangenen Zeit. Das ist Chatsworth's House im Peak District in England. Dieses Beispiel gilt für viele Gärten solcher Art. Komm, lass uns sehen, was wir finden können. Chatsworth House wurde 1708 fertiggestellt, so sagt man uns. Seine Geschichte ist, wie die Geschichte des gesamten Peak District, eine Erfindung, eine komplette Lüge. Der Ort hat sich im Laufe der Jahre stark verändert. Er befindet sich unterhalb von zwei großen Gewässern, dem Kaisersee und dem Schweizersee. Das Wasser aus den Seen wird über ein gebrochenes Aquädukt geleitet, bevor es 24 Meter tief fällt und sich in komplexen Wasserwegen sanft die Hügel herunterschlängelt und direkt in das Chatsworth-Anwesen fließt. Das Wasser speist die eigenen Seen, Flüsse und Bäche des Anwesens durch eine Reihe von Kanälen und eine Vielzahl von komplexen Tunneln unter dem Anwesen und der Struktur selbst. Aufgrund der Umwidmung des Anwesens bleibt vieles davon verborgen. Aber du kannst die Tunnel, die sich nach unten schlängeln, hier ganz deutlich sehen. Es ist ein einziges zusammenhängendes Wassersystem. Am beeindruckenden Steingarten entlädt sich das Wasser in Wasserfällen, bevor es seine Reise fortsetzt. Das gesamte Wasser sammelt sich in einem zentralen, rechteckigen Vorbau, der den Kaiserbrunnen speist. Das Wasser wird dann unterirdisch weitergeführt, bis es sich in den Derwent River ergießt, einem knapp 11 Kilometer langen Nebenfluss, der durch den Peak District fließt. Während ein Großteil des Anwesens einer ernsthaften Restaurierung unterzogen wurde, was eigentlich ein schickes, irreführendes Wort für kriminelle Entkernung und Zerstörung von Technik ist, gibt es viele eindringliche Überreste seiner früheren Pracht. Es ist wichtig zu erwähnen, dass Chatsworth House im Gegensatz zu vielen der riesigen Energieerzeuger wahrscheinlich teilweise bewohnt war. Nämlich von Bauern. Der zentrale Motor befand sich außerhalb des Geländes und wurde später entfernt und als Speisekammer zur Lagerung von erlegtem Wild umfunktioniert. Diese prächtige Struktur hätte als kleiner Generator fungiert, der ebenfalls einen kleinen Motor in seiner Mitte enthielt. Er wurde zu den Stallungen umfunktioniert. Die Pferde des 19. Jahrhunderts lebten eindeutig ein besseres Leben als die meisten der Bevölkerung. Oben auf dem Hügel, neben dem Kaiser und dem Schweizersee,
können wir den Vierfachkondensator oder Wasserturm sehen. Dieser wurde als Jagdturm umfunktioniert. Auf dem 105 Hektar großen Gelände entdeckt der aufmerksame Besucher aber auch einige ungewöhnliche Sehenswürdigkeiten. Eine davon ist der halb verfallene Obelisk, der sich im Gestrüpp am Felsen des Hügels unterhalb des Sees versteckt. Die offizielle manipulierte Geschichte, welche die Besucher erhalten, wenn sie Chatsworth besichtigen, lässt bequemerweise jede Erwähnung des Obelisken aus. Denn der Jagdturm war nicht der einzige Kondensator von Chatsworth. Das gesamte Anwesen benötigte einen konstanten Wasserspeicher, um seine energetischen Anforderungen und Zwecke zu erfüllen. Es gibt viele merkwürdige Strukturen, die hier verstreut sind und die unerklärt bleiben. Und dann ist da noch das hier. Die Kaskade. Ein wahres kleines Wunder. Die Kuppel, eine Reihe von toroidalen Kreisen, die sich erheben, um die kleinere Kupferkuppel zu treffen. Sie gehen hier sehr vorsichtig vor und stellen sicher, dass sie dir eine verzerrte Geschichte aufzwingen. Aber wie immer können die Lügner dieser Welt nicht anders, als es dir in ihrer eigenen, verdrehten Art und Weise zu erzählen. Wie auf dem Plakat steht, fließt das Wasser über das Dach, über 13 Speier. Einige dieser Wasserspeier sind in Form von makellosen, steinernen Delfinen und riesigen Fischen gestaltet. Es gibt sogar versteckte Düsen im Boden, erzählt man uns. Das Wasser wird von den Seen oben aufgenommen und wird auf seiner Reise, um unten auf den Fluss Derwent zu treffen, noch zweimal verwendet. Einmal im südlichen Rasenbrunnen und noch einmal im privaten Westgarten. Aber schau genauer hin, was sie behaupten. Jede Stufe der Kaskade ist anders als die darunter und darüber, um den Klang des fallenden Wassers zu variieren. Dies wurde angeblich 1703 gebaut. Warum sollten sich die Menschen im 18. Jahrhundert damit beschäftigen, das Geräusch von fallendem Wasser zu variieren? Woher hatten sie überhaupt das Wissen und die Fähigkeiten, den Klang des Wassers auf diese Weise zu manipulieren? Und überall im Anwesen schlängelt sich das Wasser die Wege, Bäche, Flüsse sanft hinunter, um kurz an Teichen und Seen zu rasten, bevor es seine Reise in Richtung Derwent River fortsetzt. Die Reise ist so von herrlichen Klängen geprägt. Wenn du anfängst, die labyrinthischen Gänge unserer verdorbenen Geschichte zu durchqueren, wirst du unweigerlich auf Lithografien, Drucke, Stiche, Illustrationen und Gemälde stoßen. Wie leicht ist es zu lügen, wenn es keine fotografischen oder visuellen Beweise gibt, sondern nur künstlerische Interpretationen. Wir würden Illustrationen heute niemals als zuverlässige Informationsquellen akzeptieren. Warum also akzeptieren wir sie als historisch korrekt? Und obwohl man ihnen nicht trauen sollte, kann es interessante Erkenntnisse bringen, wenn man sich etwas Zeit nimmt, um die Details zu betrachten. Zum Beispiel sieht der Brunnen hier völlig unproportional aus. Wurde das Wasser früher mit größerer Kraft ausgestoßen? Manche würden künstlerische Übertreibung behaupten. Aber wenn man etwas tiefer gräbt, erfährt man, dass der ursprüngliche 1843 errichtete Kaiserbrunnen Wasser in einer Höhe von 90 Metern ausstoßen konnte. Wie? Wie das? Wir reden hier über das 19. Jahrhundert. Und wie ich schon sagte, die Betrüger können nicht anders.
Sogar Wikipedia gibt an, dass die Wasserkraft des Brunnens eine praktische Verwendung für die Stromerzeugung in Chatsworth fand. Da ist es, kaum versteckt, in aller Deutlichkeit. Und wenn wir weiter in diesen kleinen Illustrationen stöbern, stolpern wir über einen alten Stich von Chatsworth von oben. Sieh nur, wie groß das ist. Klimatische Gärten. Reihen und Reihen von Feldfrüchten. Große Wasserflächen, die es nicht mehr gibt. Und wieder würden viele die künstlerische Übertreibung, die Unzuverlässigkeit und Ungenauigkeit von Illustrationen behaupten. Und das zu Recht. Aber wenn wir uns Chatsworth von oben auf Google Earth ansehen, was finden wir dann? Schatten auf dem Boden gegenüber dem Fluss? Nein, das sind die Markierungen einer alten Infrastruktur, die abgerissen wurde. Die Markierung deutet darauf hin, dass es hier einmal eine Brücke gab. Eine Brücke, die wir in der Illustration sehen. Sieh mal etwas genauer hin. Ein Achteck mit den klaren Umrissen eines Generators. Ah ja, die Illustration ist eine Lüge. Das Anwesen war viel, viel größer als hier abgebildet. Im Jahr 2018 gab es eine Hitzewelle in England und die alten Markierungen von Chatsworth früherem Ruhm begannen selbst auf dem Gelände aufzutauchen. Sie mussten es eingestehen. Manchmal reichen Schlamm und Lügen nicht aus, um die Wahrheit zu begraben. Chatsworth war ein riesiger Bauernhof in der alten Welt. Wie ich schon sagte, ist den Illustrationen und Gemälden nicht zu trauen. Meistens werden sie als Werkzeuge der Täuschung gegen uns eingesetzt. Aber wie du hier siehst, haben sie eine Tendenz, auf die Kontrolleure zurückzufallen. Genau wie bei den Plänen von Sternenstationen und Städten. Unser eigener technologischer Zugang zu Werkzeugen wie Google Earth entlarvt diese alten Pläne und Abbildungen als Halbwahrheiten. Du kannst gutes Geld wetten, aber selbst die Pläne und Illustrationen geben uns nur einen Bruchteil des vollen Bildes. So wie hier mit dem Plan von Chatsworth und anderswo. Und es ist in Chatsworth, wo wir auf den ersten von vielen Arten barbarischer Schändung durch die Hände des Feindes stoßen. Chatsworth, großer Wintergarten, stand bis zu seiner Zerstörung im Jahr 1920 und war immens. Er war 84 Meter lang und 20 Meter hoch und wurde, wie man sagt, 1840 vor der Einführung der automatischen Glasherstellung gebaut. Riesige miteinander verbundene Tunnel und Wasserrohre sammelten sich unter dem Boden des Bauwerks, um die Heizung über Kessel und Warmwasser zu gewährleisten. Eine ingenieurtechnische Leistung, die genauso unmöglich war wie die Konstruktion des Bauwerks selbst. Entworfen wurde es von Chatsworth-Gärtner Joseph Paxton. Paxton ist ein Phantom, das durch die Seiten der Geschichtsbücher geistert. Paxtons Geschichte ist eine von glücklichen Umständen, kühner Innovation und Erfolg. Leider ist es eine unehrliche Geschichte. Eine nicht überzeugende Fiktion. Man erzählt uns, dass Paxton als 20-Jähriger einen Posten als Gärtner in den Gärten von Chiswick hatte. Und hier begegnet er William Cavendish, dem Herzog von Devonshire, der von den gärtnerischen Fähigkeiten des jungen Paxton so beeindruckt war, dass er ihn als Chefgärtner von Chatsworth House einstellte. Paxton ist verantwortlich für die Schaffung des Folgenden: Chatsworth Arboretum,
Chatsworth Steingarten, der Kaiserbrunnen. Du erinnerst dich an den Springbrunnen, der Wasser in die Luft sprühte, doppelt so hoch wie die Nelsonsäule. Das große Gewächshaus. Er war verantwortlich für die Züchtung der Cavendish-Banane, der heute meist verzehrten Banane der Welt, und für die Gestaltung von Bahnhöfen im gesamten Peak District. Was für ein talentierter und produktiver junger Mann. Paxtons Leistungen endeten jedoch nicht mit der Banane und dem Gewächshaus. Das Fasten hörte hier nicht auf. Was für ein verworrenes Netz wir weben, wenn wir uns aufmachen, um zu täuschen. Paxtons Erfolg mit Chatsworth führte dazu, dass er den berüchtigten Crystal Palace in London entwarf. Gerade rechtzeitig für die große Ausstellung von 1851. Er wurde ursprünglich im Hyde Park für die Messe errichtet. Er wurde in etwas mehr als einem Jahr errichtet. Eine Ingenieursleistung, die sich nie wiederholte. Der Palace wurde aus mehr als 1000 Eisenstangen gefertigt und seine Gesamtmasse bestand aus über 4000 Tonnen Eisen. Die Glashütte Chance Brothers in Smedwick lieferte die 300.000 Glasscheiben. Denkt daran, dass dies vor der automatischen Glasherstellung war. Dies ist die Glashütte, in der das Glas hergestellt wurde. Eine einfache mathematische Gleichung gibt uns einen Durchschnitt von 822 produzierten Glasscheiben pro Tag, 7 Tage die Woche, ein Jahr lang. Genau hier, in dieser Fabrik. Das war Paxtons erste geplante Skizze für die Struktur. Er kam von diesem hier zu diesem hier in einem Jahr. Außerdem konnte der gesamte Kristallpalast riesige Bäume beherbergen. Und während der Weltausstellung mussten sie viele der Glasscheiben verschalen und einen Großteil der Oberseite des Baumwerks abdecken, weil es im Innern des Bauwerks zu heiß wurde. Wusste Paxton, der den Chatsworth Wintergarten entwarf, nicht, dass ein riesiger Glaspalast immense Hitze produzieren würde? Die gesamte Erzählung löst sich bald in Dummheit auf, wenn wir erkennen, dass ein Jahr später, 1852, der Kristallpalast abgebaut und die gesamte Struktur nach Sydenham im Südosten Londons gebracht wurde, wo sie mit zwei zusätzlichen riesigen Wassertürmen an beiden Enden der monströsen Struktur wieder aufgebaut wurde. Interessanterweise gibt es keine fotografischen Belege für den ursprünglichen Hyde Park Palace. Nur Illustrationen. Wäre das Bauwerk nicht der Fokus vieler Fotografen während der Eröffnung der großen Ausstellung von 1851 gewesen? Die erste ihrer Art? Es ist sehr wahrscheinlich, dass es entweder zwei dieser Kristallpaläste in London gab und beide zerstört wurden, oder der Hyde Park Palace eine glatte Lüge ist. Interessanterweise wurde ein paar Jahre nach der Verlegung nach Sydenham diese Karte des Palastes erstellt. Alles entworfen von der Hand unseres genialen Gärtners. Er kämpfte mit der Wasserversorgung, so sagt man uns. Schließlich soll es eine schwierige Aufgabe gewesen sein, 12.000 Fontänen, von denen zwei das Wasser 76 Meter in die Luft schossen, um die verschiedenen Kaskaden zu versorgen. Aber offensichtlich nicht für Paxton. Er machte es möglich. Interessanterweise verfügte der Kristallpalast auch über eine dieser unmöglichen, großen und spektakulären Orgeln. Oh, und als ob das noch nicht genug wäre. Während Mr. Paxton den Kristallpalast in Sydenham neu gestaltete, entwarf er auch die Mentmore Towers für keinen geringeren als Baron Meyer Rothschild.
Wer hätte gedacht, dass ein zufälliger junger Gärtner in den 20ern für einige der unmöglichsten und beeindruckendsten Ingenieursleistungen der Geschichte verantwortlich sein würde? Vergessen wir auch nicht seine Banane. Paxton ist ein Beispiel für die Faulheit des Feindes, wenn es darum geht, unsere wahre Geschichte zu verbergen. Es ist nicht vorstellbar oder gar möglich, dass die Bürger des 19. Jahrhunderts diese Bauwerke überhaupt errichtet haben, geschweige denn, ihre Entstehung einem einzigen Mann zuzuschreiben. Der Kristallpalast und seine Gärten, genau wie Chatsworth, waren riesige landwirtschaftliche Netze, die in Verbindung mit Klang und elektromagnetischer Energie im Wasser lebten, um eine ganze Reihe von wundersamen Produkten zu kultivieren. Kew Gardens in London ist ein weiteres Beispiel. Die reichlich vorhandene elektromagnetische Energie war in der Lage, mit Leichtigkeit Wärmezustände zu erzeugen und die Schwingungsfrequenzen fördern das Wachstum. Vielleicht befand sich deshalb im Kristallpalast eine große Orgel, die Frequenzen und Schwingungen nutzte, um das Wachstum von Produkten zu ermöglichen. Und deshalb konnten die Kontrolleure die Kultivierung der Banane, einer exotischen Frucht, einem fiktiven Engländer übertragen. Die in England bereits etablierte Technologie war in der Lage, viele Dinge mit Leichtigkeit wachsen zu lassen. Zu den anderen beeindruckenden gärtnerischen Errungenschaften, die Paxtons Genie zugeschrieben werden, gehören die perfekten Ananas, eine weitere tropische Frucht, die er in Chatsworth anbaute. Er züchtete riesige Seerosenblätter, die das Gewicht eines Menschen tragen konnten. Er züchtete in Chatsworth gigantische Mammutbäume, die normalerweise nur unter feuchten Bedingungen gedeihen. Er züchtete sie mit Leichtigkeit und viele dieser Mammutbäume sind heute noch zu sehen. Ein spektakulärer Anblick. Es ist wahrscheinlich erwähnenswert, dass Paxton viele andere Talente hatte. Wikipedia sagt uns, dass er ziemlich geschickt darin wurde, gigantische Bäume zu bewegen, ebenso wie gigantische Kristallpaläste. Der größte dieser Bäume wog 7000 Kilogramm. Wie das? Mit Pferd und Wagen? Warum sind die Menschen so leichtgläubig? Sie zerstörten 1920 das unglaublich schöne Chatsworth-Gewächshaus. Und wie der Sohn des Herzogs in einem Brief an seinen Vater sagte, sprengten sie weit über 200 Pfund Sprengstoff, um es abzureißen. Es muss also gut gebaut gewesen sein. Die Bauwerke der alten Welt wurden gebaut, um Jahrhunderte zu überdauern. Was für eine große Schande! Die Lügen rund um den Peak District enden nicht mit Paxton. Der gesamte Nationalpark war ein einziges gigantisches, miteinander verbundenes elektromagnetisches Wassersystem der alten Welt. Wahrscheinlich war er einer der Hauptlieferanten Großbritanniens für landwirtschaftliche Güter. Der Nationalpark verfügt über eine der größten Ansammlungen von Schlössern, Herrenhäusern und Gutshöfen. Alle haben als riesige Bauernhöfe fungiert. Es war auch ein regionaler Kurort, der auf Heilung spezialisiert war. Ja, das ist richtig. Heilen. Der Peak District ist die Heimat von zwei großen Städten, Matlock und Buxton. Buxton ist berühmt für sein in Flaschen abgefülltes Wasser und Matlock ist bekannt für seine historischen Bäder. Noch heute verfügen beide Städte über eine beneidenswerte Sammlung von Strukturen der alten Welt. Wir sehen eine Fülle von alten Generator-Kuppel-Pavillon-Strukturen, Kondensatoren, Kolonnaden, Säulen, Musikpavillons, Gärten und Wassersystemen.
Über der Stadt Matlock thront das River Castle. Sein silhouettierter Rahmen und seine Türmchen stehen königlich in der Ferne. Es handelt sich um ein verfallenes Bauwerk, das schon seit über einem Jahrhundert verfallen ist. Die neugierige Öffentlichkeit darf sich dem Bauwerk nicht nähern. Man erzählt uns, dass es sehr schnell von einem Mr. John Smedley gebaut wurde. Smedley war, so sagt man uns, in den 1850er Jahren ein Industrieller. Er war die treibende Kraft hinter Matlocks hydropathischer Industrie geworden. Hydropathie ist die Praxis der Heilung und Heilung von Krankheiten durch die Verwendung von Wasser. In der offiziellen Überlieferung heißt es, dass Smedley das Smedleys Hydro gebaut hat, das sich in der Smedley Street in Matlock befindet. Es ist jetzt ein Regierungsgebäude. Smedleys Hydro war nur eines von Hydropathien in der Region. Man sagt, dass es zu einem bestimmten Zeitpunkt über 20 hydropathische Einrichtungen in der Region gab. Schau dir nur diese Strukturen an. Smedley hat das Wasserwerk nicht gebaut. Seine Struktur und der immense Wasserturm entziehen sich seinen Fähigkeiten und den Fähigkeiten aller Bürger des 19. Jahrhunderts. Die Bürger des Peak Districts im 19. Jahrhundert erbten diese gesamte Infrastruktur. Und die Kontrolleure unserer Erde wussten, dass sie jede Möglichkeit unterdrücken mussten, dass sie für die ursprünglich beabsichtigten Zwecke genutzt werden könnte oder dass einer der Erben die Wahrheit entdecken könnte. Es war einfach zu offensichtlich und bald könnte jemand aus der Menge 2 und 2 zusammenzählen, also taten sie, was sie am besten können und setzten eine Marionette ein. Aber im Gegensatz zu Paxton, der es zu Ruhm und Reichtum brachte, hatte Smedley eine andere Rolle zu spielen. Eine Rolle, die viele Puppen in unserer Gesellschaft heute noch spielen. Seine Aufgabe war es, die Einführung der Hydropathie sorgfältig zu kontrollieren, nur damit sie als primitiv oder betrügerisch deklariert werden konnte und dann anschließend begraben und als ernsthafte Praxis ausgerottet wurde. Seine Geschichte ist einer anderen feindlichen Marionette sehr ähnlich, die im Laufe der Jahre viel mehr Aufmerksamkeit erlangt hat. Auch ich bin einmal auf die Lüge um die Geschichte dieses Mannes hereingefallen. Die Hydropathen konnten Hunderte von Patienten aufnehmen und sie waren ungeheuer erfolgreich bei der Heilung einer ganzen Reihe von Krankheiten und Problemen, die von Entzündungen und Gallenanfällen bis hin zu Lähmungen, Rheuma und Fieber reichten. Dies geschah durch verschiedene Badetechniken, das Anlegen von tropfenden Tüchern als Verbände und die Verschmelzung von Elektrizität, Schallwellen und Wasser. Es gab, wie eine Zeitung berichtete, überall in den Gebäuden elektrische Glocken. Zweifellos wurde das eigentliche Potenzial der Hydropathie in Smedleys Reihe von Hydros nie voll ausgeschöpft, aber sie halfen den Menschen dennoch enorm. Und sie waren ein großer Erfolg. So profitierten die Kontrolleure zeitweise finanziell. Die Hydros heilten und steigerten das Wohlbefinden der Menschen durch Wasser und dessen Verschmelzung mit Klang, Vibration, Frequenz und Elektrizität. Schau dir das elektrische Behandlungsmenü aus einer der alten Broschüren an. Optionen für Hochstrom, Parabol, Reflektor. Elektrische Ionisierung und Hochfrequenzbehandlung. Smedley demonstrierte auch die Fähigkeit, von energetisiertem Wasser ganze Räume auf tiefgreifende Weise zu erwärmen. Das Farmhaus am Hydro hatte ein in die Wände eingebautes Wasserheizsystem und hielt immer eine konstante Temperatur von 65 Grad,
selbst wenn der Raum mit einer Menge von etwa 350 Besuchern gefüllt war. Die Temperatur wich nie ab. Wie war diese Art von Technologie im 19. Jahrhundert verfügbar? Und doch haben wir heute keinen Zugang zu dieser Art von ausgeklügelter Heizung. Historiker und Journalisten der damaligen Zeit verunglimpften Smedley absichtlich und stellten die Hydropathie als Pseudowissenschaft dar, vergleichbar mit der Homöopathie. Smedley hatte viele Kämpfe mit der aufkeimenden medizinischen Industrie. Und nach seinem Tod wurden die Hydros gekauft und die baulichen Veränderungen begannen. Wie Tesla spielte Smedley seine Rolle und führte erfolgreich die Wissenschaft der alten Welt ein, um sie für immer zu entlarven, zu beflecken und ins Abseits zu stellen. Hydropathie wird heute als nichts weiter als ein entspannendes Spa-Erlebnis betrachtet. Alle ihre ursprünglichen Anwendungen von Frequenzen und Elektrizität sind aus der Praxis getilgt worden. Smedleys Rollenspiel erlaubte es den Kontrolleuren, das gesamte Wassernetzsystem des Peak Districts zu rechtfertigen und verhinderte erfolgreich, dass das aktuelle 19. Jahrhundert und weitere nachfolgende Generationen es in Frage stellten. Die Überreste des Netzes sind heute so offensichtlich. Du kannst dich zum beruhigenden Geräusch des Wassers, das über den turmartigen königlichen Derwent-Stausee fällt, der die gesamte Region mit seinen verzweigten Flüssen und Kanälen verbindet, hinsetzen und entspannen. Du kannst an alten Kraftwerken und an alten Pumpstationen vorbeigehen und in jedem Bereich der Region gibt es Wunder zu entdecken. Nicht nur in den größeren Städten finden wir alte Brunnen, die da einst das lebendige Wasser lieferten, sondern auch in den abgelegenen Dörfern. Versteckt finden wir einen alten Trockenbrunnen. Seht, das Geschenk des Herrn, eine bittersüße Freude zu sehen. Die Bürger der alten Welt entschlüsselten die Kraft des elektromagnetischen Wassers, indem sie die Sterne oben am Firmament studierten. Die Sterne über ihnen lehrten sie, dass der Schlüssel zur Manipulation der ätherischen Energie, die sie sich aus der Ionosphäre zunutze machten, in Wasser, Schallwellen, Schwingungen und Frequenzen lag. Sie ehrten dieses Geschenk, indem sie Kuppeln bauten, indem sie Sternenstädte mit klimatischen Magnetrons herstellten und den Schöpfer und den Heiligen Geist für das lebendige Wasser priesen, welches sie im Gegenzug erhielten. Sie verstanden das Firmament als beides, als Wissenschaftler und als Jünger. Zuschauer, ich hoffe, das Bild fängt an, in deinem Geist klarer zu werden und du wirst unweigerlich anfangen, die Dinge in einem anderen Licht zu sehen, wenn du über all diese unmöglichen Strukturen nachdenkst. Es ist kein Zufall, dass einige Strukturen wie das Kolosseum auch als Amphitheater bezeichnet werden. Hast du sie schon einmal von oben gesehen? Sie sehen aus wie Lautsprecher. Amphitheater ist ein interessantes Wort. Ein Amp ist eine Einheit des elektrischen Stroms. Und ein Amplifier ist ein Gerät, das Signale verstärkt, insbesondere Mikrowellen und Audio. Und zweifellos wirst du in Bezug auf einige der Erfindungen, mit denen wir herumspielen durften, bevor sie als antik in ihrer Effizienz verworfen wurden, anfangen, zwei und zwei zusammenzuzählen. Aber die Zeit ist essentiell. Wir können stundenlang über Beispiele wie das elektromagnetische Wassernetzsystem der alten Welt sinnieren, aber ich möchte dich ermutigen, dich selbst auf die Suche nach diesen Strukturen zu machen und sie in deiner eigenen Zeit zu dokumentieren. Wir müssen weitermachen, wir müssen anfangen, warte.
Was ist? Du willst wissen, ob die hier aus der alten Welt stammen? Ja, das tun sie. Und sie sind extrem wichtig. Das unvermeidliche Ticken der Uhr. Ein zutiefst beunruhigendes Instrument, aber unvermeidlich. Ich muss dir zuerst noch ein weiteres fehlendes Teil des elektromagnetischen Puzzles zeigen und dann werden wir uns diese Zeitmessinstrumente genauer ansehen. Komm, lass uns weitermachen.